Bundeskanzleramt, 8. Februar 2005. In der sogenannten nachrichtendienstlichen Lage kommt ein heikler Spionageverdacht zur Sprache. Der BND hat den Tipp bekommen, dass amerikanische Geheimdienste versuchen würden, mit Hilfe manipulierter Geräte an geheime Informationen aus Behörden, Rüstungs- und Hightech-Industrie zu gelangen. Ja, wir kennen im Untersuchungsausschuss diesen Vorgang und haben auch Zeugen dazu befragt, auch in öffentlicher Sitzung. Im Kern ist eingeräumt worden, dass man damals auf diese Technik gestoßen ist, sie untersucht hat, festgestellt hat, dass dort möglicherweise Daten ausgeleitet werden können in die USA und dieses Gerät dann aus dem Verkehr gezogen hat. Der Bundesnachrichtendienst nimmt das Gerät auseinander und fasst seine Erkenntnisse in einem geheimen Bericht zusammen. Ein US-amerikanisches Unternehmen vertreibt demnach in der Bundesrepublik Raumüberwachungssysteme für besonders sensible Bereiche, Rechenzentren oder Serverräume zum Beispiel. Die Technik überwacht die Sicherheitsbereiche per Video. Dazu lauscht sie mit hochempfindlichen Mikrofonen in den Raum. Mithilfe zusätzlicher Sensoren kann sie auch Temperatur und die Zusammensetzung der Raumluft überwachen. Soweit so normal. Doch der BND findet eine zusätzliche Funktion. Die Geräte senden ihre Überwachungsdaten auch an amerikanische Geheimdienste. Wenn ein Nachrichtendienst Interesse hat, irgendwo an die IT direkt ranzukommen, um vielleicht Trojaner aufzuspielen oder um einen Menschen zu korrumpieren, ihn anzuwerben, ihn zu erpressen, das war auch in den Snowden-Dokumenten klar ersichtlich. Die Kernangriffsziele sind die Systemadministratoren, weil man über die halt voll Zugriff auf die Systeme und auch die Möglichkeit hat, die Konfiguration zu verändern und Sicherheitsfunktionen auszuhebeln. Ein klarer Fall für die Spionageabwehr. Den Angriff eines fremden Dienstes auf die sensibelsten Sicherheitsbereiche der Bundesrepublik sollte der Bundesnachrichtendienst unverzüglich der zuständigen Spionageabwehr des Verfassungsschutzes melden. Doch genau das tut er nicht. Der Grund steht in dem geheimen BND-Bericht. Mögliche politische Implikationen sollten unbedingt vermieden werden. Der Juraprofessor Matthias Becker arbeitet als Sachverständiger am neuen BND-Gesetz und bemängelt schon lange, dass der Bundesnachrichtendienst selbst entscheiden kann, welche Informationen er weitergibt und welche nicht. Also es gibt den Punkt, da wird es schizophren. Es ist bestimmt wichtig, dass die Dienste international kooperieren. Und dafür muss man bestimmt auch manche Kröten schlucken. Und wenn man sich überlegt, dass es irgendwann wichtiger ist, bei anderen Diensten beliebt zu sein, als seine eigentliche Aufgabe zu erfüllen, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht mehr. Es geht ja hier um geheimdienstliche Agententätigkeit. Da hätte man frühzeitig auch die Strafverfolgungsbehörden einschalten können. Und dann hätte man insbesondere prüfen müssen, ob diese Technik zum Beispiel in Ministerien, nachgeordneten Behörden, Landesdienststellen oder in kritischen Bereichen der Industrie eingesetzt werden. Ist das geschehen? Wissen wir nicht. Fest steht, die Spionageabwehr des Bundesamtes für Verfassungsschutz erfährt erst 2015 zufällig durch Ermittlungen der Bundesanwaltschaft von dem Vorgang. Ein ungeheuerlicher Verdacht steht nun im Raum. Seit mehr als 10 Jahren wird in Deutschland mit Wissen des BND verseuchte Sicherheitstechnik mit Zugängen für US-Geheimdienste vertrieben. Also um jetzt das Problem zu lösen, dass diese Kameras Nachrichtendiensten Zugriff erlauben und wahrscheinlich den amerikanischen Nachrichtendiensten primär mal, muss man die halt rauswerfen, man muss die ersetzen durch andere Produkte, wo man sicher geht, dass die nicht irgendwelchen Nachrichtendiensten Zugriff erlauben. Das wird ganz schön teuer und wird wahrscheinlich komplexe juristische Verfahren nach sich ziehen. Und diese Verfahren werden mit ziemlicher Sicherheit kommen. Denn Faktrecherchen decken nun exklusiv die Identität des Herstellers auf. Es handelt sich um die US-amerikanische Firma NetBots. Seit 1999 mit Raumüberwachungssystemen auf dem Markt wurde NetBots 2007 Teil des französischen Großkonzerns Schneider Electric. Schneider ist ein Megakonzern mit knapp 170.000 Mitarbeitern. Seine Computer- und Sicherheitslösungen werden weltweit vertrieben. Also in diesem Fall gehe ich davon aus, dass die Firma Schneider bei der Übernahme der Firma keine Kenntnis davon hatte, hier amerikanische Hintertürenprodukte quasi weltweit weiterhin zu vermarkten. Schneider Electric erklärt auf Anfrage, dass der Konzern weder von deutschen noch französischen Behörden über diesen Vorgang informiert worden sei. Der Verkauf von NetBots an Schneider
könnte Teil einer gelungenen amerikanischen Geheimdienstoperation sein. Denn aus dem BND-Bericht geht hervor, dass NetBot sich gezielt von europäischen Firmen aufkaufen lassen wollte, um die amerikanische Herkunft der Backdoor-Technologie zu verschleiern. Mal angenommen, das französische Unternehmen wäre nicht gewarnt worden, was würde das bedeuten? Sollte das tatsächlich so sein, dann hätte man, obwohl man das wahrscheinlich verfolgt hat, was da passiert, eben einen engen Partner in Europa da bewusst in Unkenntnis gelassen. Das wirft zumindest im Hinblick auf das Vertrauensverhältnis zwischen Frankreich und Deutschland dann bei geheimdienstlicher Kooperation einige Fragen auf. Alle von Fakt angefragten deutschen Behörden wollten sich zu dem Vorgang nicht äußern. Gut möglich, dass wir hier am Frankfurter Flughafen bis heute Sicherheitsbereiche auf der ganzen Welt durch amerikanische Geheimdienste ausspioniert werden können. Und das dank der Hilfe des BND.